Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Champions of Regnum. Ja, ich bin heute, ja, wegen dem Wind jetzt nicht gerade so gut am Schlafen gewesen und deshalb dachte ich, ja, weil ich gestern noch sehr viel auf dem am Rollenspiel-Server gearbeitet habe, mache jetzt einfach mal wieder einen Let's Play Part und ja, wir waren gut gestern aktiv und leider dann abends nicht mehr. Und deshalb, ja, gehen wir mal los. Wir haben nämlich hier, wie ich gesehen habe, Arkesborg nicht und Trelleborg nicht. Hoffentlich sind die Süden nicht allzu aktiv. Also man sieht wahrscheinlich schon ein bisschen jetzt schon. Die könnten ein bisschen überlegen sein. Mal gucken, was uns passiert. Wir sind dann leider erst Level 45 mit dem Ritter. Ich kann sonst wechseln zum Schützen oder zum Beschwörer. Mal gucken. Okay, BFV ist hier. Ja, sonst eher unbekanntere. So, was wir machen ist einfach Auren benutzen und auch ein bisschen tanken. Und ja, hier herumrennen. Den greift mal an. Was mit dem Stun an. Und ich habe ihn auch gestunt. So. Also der ist mal down. Gleich. Hä? Macht er fliegen? Knapp. Näher gehe ich jetzt nicht ran. Sondern das Schützen, der Buff. Ah, nicht sterben. Wir haben leider riesen Dot über. Ist doch manchmal gemein, ey. Manchmal ist es echt gemein, wie viel Stunken auf einmal. Ja, danke schön, schön, dass ihr alle abgehauen seid. Ihr Feiglinge. Ah, Ritter ist noch immer langsam. Gut, probieren wir es einfach nochmal. Mein Gott, sind das immer Angst haben. Ist ja schlimm, ey. Buffst du einmal, bist du einmal ein paar Sekunden nicht da. Kannst dich nicht bewegen, schon wird man getötet. Ja, sind ein paar Barbaren und Hexer. Ja. Ich habe ja gestern im Livestream schon ein bisschen erzählt, wie der Status ist und haben viele auch erzählt, dass Adrian vor allem und so Sachen vor allem nichts machen. Gar nichts. Sie haben ja dieses eine ja, Ding gemacht, Tribunal oder wie das heißt. Aber das nützt 0% und ja. Natürlich doof, wenn man jetzt. Da. Okay, nichts bekommen, wo ich gebufft habe. Keine Ahnung. Ja, es sind viel zu viele Syrten. Die müssen endlich mal ein bisschen gestutzt werden. Nicht, dass sie irgendwie nicht mehr spielen dürfen oder sonst irgendwas, aber mal ein bisschen den Kriegsding rausnehmen. Greif doch diesen blöden Goblin an. Bin noch zu low-levelig. Und einfach die Fairness. Also es gibt leider meistens nur Level 60 Items mit Stun-Resistenz, mit irgendwelchen Geschwindigkeitsboni und so Sachen. Da muss die Fairness natürlich schon extrem weit hochgesetzt werden. Weil momentan, ich habe jetzt auch mehrere YouTube-Kommentare bekommen, das Game ist wirklich in einem schlechten Status. Es wird irgendwie unausbalancierter. Keine Ahnung, was man da noch retten könnte, aber es ist Wahnsinn. Weil ich habe jetzt recht viel und lange gespielt. Ich weiß ziemlich schon viel, wie der Status ist, oder? Man lernt halt auch viel. Ich spiele halt immer wieder ein bisschen zu wenig, das ist klar. Ich kenne mich meistens nicht so gut aus, beziehungsweise, ja. Brauche es ja nicht und dann lerne ich es wieder nicht und so, also. Verlerne ich es ja. Und ja, es ist ein bisschen doof. Also ich
Ich bleib hier hinten. Kann der noch buffen? Ja, keine Chance. Ach Leute, was macht ihr denn? Sage ich danach, wäre es nochmal wesentlich besser. Weil mehr Leute machen, aber eigentlich machen mehr Leute. Das ist einfach mehr Unsinn. Ja, also sind halt nicht immer so die besten und intelligentesten Spieler. Ich weiß nicht genau, wie er hieß. Ein Spieler war im Livestream noch und hat mir erzählt, dass der, ja, die Intelligenz der Menschen manchmal echt schlecht ist. Aber gut. Wenn man halt nicht angestrengt wird und nicht intelligent machen muss und die ganze Zeit Dauerfeeden, dann ist das Problem halt einfach, aber gut. Ja. Und weil der Status des Games halt auch relativ weit unten ist, bekomme ich halt manchmal Dislikes über bei Regnum Parts und Livestreams und ja. Ich kann ja nichts dafür. Mir gehört das Spiel nicht. Also bitte nicht Dislike nur wegen dem. Und sonst schreibt er uns einfach mal, was ihr gerade nicht so mögt, oder? Ja. BFV ist wahrscheinlich auch oft am Sterben. Oh, schöne Rüstung. Was ist das Ding hier? Das ist nicht das Gewand vom Wurm. Vom Warmaster, sondern was anderes. Stunt den mal. Ja, ich bekam jetzt gerade noch nicht die Kehlsäbe. Ja, ich hab's noch nicht abgeschlossen. Ich möchte wenigstens einen Kehl bekommen, aber die Aulen sind verbuggt, also die geben nicht mehr immer EXP. Aus irgendwelchen Gründen, wo ich ja die auch der Aura gegeben habe. Keine Ahnung, weil wahrscheinlich die Barbaren zu viel Schaden machen. Und dadurch der Prozentsatz extremst niedrig ist. Die Auren auch bewirken. Komm, greif doch endlich an jetzt. Ja. Bis dann sind die Auren wieder ausgelaufen. Wenn ich schon viele, dann greif doch immer wieder an. So. Also er ist geschützt. Was ist jetzt los? So mega langsam. Ja, okay, der Aurok, der Server crasht. Ja, der Server ist gecrasht. Okay, jetzt kann ich mich auch nicht mehr bewegen. Ja, die Server sind auch nicht gerade gut. Ja, es gibt halt nicht so gute Sachen immer zu sagen. Es macht einen Heidenspaß. Also ich bin einfach langsam im Leveln, wenn ich nicht so viele Keys bekomme. Ja, Server crashing. Hey, hey. Server ist gerade richtig am Leggen. Jetzt gibt's einen Server Crash, oder? Das fand ich gut. Irgendwie liebt man das Game auch, wenn es so richtig scheiße läuft. Naja, ich kann ja kaum etwas machen. Also ich bin nicht unbedingt schuld. Ich habe jetzt einmal gefeedet. Okay, es geht wenigstens. Hä? Was ist denn los? Hey, gib mir doch einen Kill! Ich hab doch mitgeholfen! Mein Gott. Man hat nicht so mega übermäßig stark sein. Aber irgendwas stimmt jetzt gerade auch nicht, weil ich habe jetzt mehrmals gebufft und eigentlich mindestens ein Buff sollte dann immer einen Kill geben. Also mindestens ein Buff und dann gibt's einen Kill und das stimmt irgendwie momentan nicht. Aus irgendwelchen Gründen bekommt man doch nicht viel über. Weil das Spiel irgendwie vergesst, ja. Das ist Vesper.
Ach, Jungs, ey. Wenn die auch nicht so viel verteilen würden sich, dann würde man irgendwie ein Fort einnehmen. Aber jetzt ist die Invasion, jetzt müssen wir kurz das Tor beschützen. Und es sind einfach viel zu viele Syrten. Okay. Mein Gott, können die nicht mal ein anderes Reich nehmen oder so? So, nehmen wir alle natürlich Syrtis spielen wegen den Elfen und so Sachen. Das ist gerade echt nervig wegen den vielen Syrten. Weißt du, die bleiben in der Nacht wieder online oder sind halt wegen Mexiko, Kolumbien und so nicht hier. Also haben wir eine andere Zeitzone und sind deshalb hier. Und deshalb ja, sind sie auch jetzt momentan eher da, aber dann können die Eisen ja auch da sein. Und wieso sind die Eisen jetzt nicht so viele da, hä? Keine Ahnung. Weil die Menschen halt einfach nicht Fairness wollen, oder? Also ich gehe jetzt hier oben durch. Schleichweg benutzen. Und dann tun wir das Tor schützen. Sollte eigentlich ja gehen. Ich gehe einfach hoch zur Mauer. Wird jetzt nicht so schnell gehen, die Alten, Syrten werden nicht so schnell da sein. Müssen sich ja auch irgendwo versammeln. Ein paar sind sicher in Nagasborg noch, natürlich. Und die kommen auch erst dann. Schade, dass da hier kein Eingang ist. Hier könnte ich auch welcher gut reingekommen. Wir müssen einfach ein bisschen näher zu Ding. Zum Tor. Oh, da ist ganz viel rechts. Ich weiß nicht, wann der gemacht wird, aber falls ihr mal wisst, wann der ungefähr so gemacht wird, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Also einfach diese Bosse würde ich schon gerne mal ein bisschen zeigen. Was ist ein Eisbär? Ja, der leckt auch extremst herum. Darf ich mal kurz schauen? Och, ja, der Ping geht eigentlich noch. Für den selber ist der Ping noch relativ gut. Außer in Kalifornien, Ding und die Mexikaner haben ja auch gesagt. Was ist denn los? Irgendwie mega buggy. Gut, das Spiel hat so richtig buggy ist. Also halt ich weiß nicht, bauen die mehr Bugs ein oder was ist los? Vielleicht sind die Features so, dass die Features die Bugs sind und die Bugs sind die. Also die Bugs sind die Features, oder? Und die Features sind die Bugs. Und sie wollen so viele Bugs wie möglich einbauen. Irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Das ist momentan relativ buggy. Was eigentlich sonst nie war. Aber in der Latenz oder so. Da sind noch ein paar. Ich gehe mal hier rauf. Oh, das ist doch ein schönes Bild. So. Warte kurz. Noch ein schönes Bild. Das geht gar nicht. So. So. Ja, sie kommen gar nicht. Kurz schauen, ob ich ein paar gut kenne. EFV kenne ich natürlich sehr gut. Javis kenne ich sehr gut. Ja, es ist ein Eher-Spiel, die jetzt nicht jeden Tag da sind. Okay, gibt es jetzt momentan eine Invasion oder gibt es keine? Also Süden wären wahrscheinlich schon genug da. Trauen sich aber irgendwie nicht. Khalifa ist hier, okay. Ist auch normal, die ist noch 45 ungefähr. Al-Siro kenne ich ein bisschen. Was ist denn das? Eine Mauer. Sieht den Namen gar nicht gut. TensorFlow, okay. Ja, nicht so viel.
Mann. 2M. Ja, es gibt jetzt keine Invasion. Ich kann jetzt hier nicht stundenlange warten. Die haben keinen Moom, sind so mega überlegen, aber kommen nicht, oder was? Interim Man. Nein. Ich glaube, ich muss zum Schützen wechseln. Und der ist auch irgendwo am Bind. Kann ich jetzt momentan nichts machen. Nicht töten, nicht, nein, nicht töten. Das ist der Suicide-Profi. Mein Gott, sind manche richtig dämlich. Aber gut. Es ist ja nur ein Spiel, weißt du, da musst du nicht gut spielen. Oh ja, ich will Bällchen spielen. Kommt her! Also ich bleib hier oben, okay? Ich tanze lieber noch ein bisschen. Was ist denn da so ein Tanz? Mal küssen. Wo kommt der Meteorit? Der Meteor ist irgendwie. Ich glaube, die haben einfach so mega Reichweite. Hey, wo sind die Jäger? Ein bisschen ausspähen, hä? Faule Jäger dieses Mal. Der ist immer noch auf seinem Helion drauf. Ich doch mit BFV ein bisschen ausspähen. Der wird wahrscheinlich schon ein paar killen. Scheinbar nix. Wieso kann man so ein Game nicht rushen? Einfach so mega schnell irgendwie angreifen. Die meisten haben irgendwie Angst wegen vielleicht Dauerstuns und ja. Oder haben nicht so viel Lust, oder? Sie dann einfach nicht angreifen. Aber so eine Invasion sollte doch eigentlich bestätigt werden, oder? Das sollte ja gemacht werden. Da kommt wieder einer. Da kommt ein Igel. Ein Ekenjäger. Okay. Wurde auch mal getroffen. Das ist nur der Feuerball, sieht aus wie ein Meteor, aber es ist der Feuerball, stimmt. Ist gar nicht mal mehr so. Ja, okay. In letzter Zeit schon öfters gesehen, aber nicht mehr so gedacht drüber. Ist ja der Feuerball einmal. Das sieht aus wie ein Meteorit. Ja, und heilen können sie auch nicht. Alles grün aufgelesen.
Nicht Brain, okay. Ja, die kommen nicht. Ich gehe jetzt einfach mal rüber. Oder nein, es bringt ja nichts. Wir wollen ja nur defensiv hier warten, weil wir bekommen ja eine Belohnung über. Ich glaube, Champion-Punkt bekommt man über, also so, wenn man ja verteidigt. Und der braucht die Champion-Punkte, die anderen Charaktere brauchen es nicht unbedingt. Na, du grünes Buttermonster, du Elfendrechelin. Wisst ihr noch, eines der ersten Let's Play Season habe ich auch dieses Ding gehabt. Das Kostüm aber mit den, weiß gar nicht, irgendwas war noch mit der Mütze noch und alles. Oder ein ähnliches Kostüm. Weiß gar nicht. Aber ich hatte ja auch ein Mega-Kostüm, was recht teuer war. Karneval-Kostüm oder so. Ja. Mit der Beschwörerin. Ich hatte damals eine weibliche Beschwörerin. Und ja. Es waren noch Zeiten, da habe ich ja mindestens 2 oder 3 Jahre Pause gemacht und den ersten und zweiten, also die erste und zweite Season gemacht. Let's Play und ja. Ich eigentlich in Südis war es natürlich wirklich cool. Aber damals war Südis noch nicht so mega overpowered wie jetzt. Es sind einfach zu viele Spieler, aber ja, sind nicht immer bessere Spieler. Also immer schon echt schlechte Spiele auch, aber gut. Dafür einfach völlig zu viele Spiele. Und wenn da Regnum halt nichts macht, werden einfach die zwei anderen Reiche dann aufhören. Okay, Agesborg haben sie von Syrtis genommen. Ja. Jetzt müssen wir auch noch ein bisschen warten. Tut mir leid, dass jetzt der Part jetzt glaube ich nicht so gut sein kann. Sonst werde ich einfach mal, wenn jetzt nichts passiert, einfach mal den Part beenden und mache dann einen zweiten Part, falls etwas wieder passiert. Und ich tue jetzt einfach den Ritter leveln. Ja. Gut. Schade, dass sie nicht angreifen. Ah ja. Ist immer wieder so. Das Spiel ist nicht immer so mega fließend und gibt nicht immer so viele Sachen. Ja, das. Ah, da kommen sie ja. Oh Gott. Nein, nicht. So, und jetzt beschütze ich alle. Da kommen sie. Weißt du, ich wollte schon aufhören. Und dann müssen sie erst jetzt kommen. Nein. Jetzt geht's. So, genau an diesem Zeitpunkt, wo ich eigentlich bin. Ich bin im Low Level und ich habe jetzt einen Heal. Jetzt nehme ich hier Punkte, Regnumpunkte. So, jetzt will ich weiterhin warten natürlich. Aber cooldown. So levelt man, wenn man jetzt nicht so stark ist. Also einfach mit Auren, weil ihr natürlich wegen Regnum nichts anrichten könnt. Das ist einfach zu wenig Buff. Die Lowies werden zu wenig gebufft, viel zu wenig. Die Items ab Level 16 sind meistens zu stark. Und das gibt so ein richtiges Ungleichgewicht. Ja, ist ein bisschen zu bewegen. Jetzt können wir das Tor mal anschauen. Zur Hälfte kaputt.
kleine Invasion über. Wir gehen jetzt mal nach oben. Ich buffe jetzt einfach mal die Leute hier oben, die können ein bisschen mehr anrichten. Damit sie ja nicht ständig besiegt werden. Mal hier weiter buffen. Weil so Level 60er Räte buffen halt nie. Passt nicht. Und dann können wir Lowies halt immer buffen und die Großen, die tanken. Und auch bei den Beschwörern ist das gleiche, also nicht tanken, sondern heilen, die Großen heilen und die kleineren buffen. Und deshalb brauchen wir auch immer neue im Reich. Sind bei Alcyos halt nicht so viele, ja. Aber Alcyos ist auch das Unterlegenste. Okay, sie sind schon drin. Ich tue jetzt einfach mal hier runter gehen. Und gehe mal raus. Weil die müssen ja dieses Tor auch noch sehen und dann überleben wir wenigstens. Sehr heftig. So. Ja, ich kann jetzt nicht buffen. Nicht genügend Mana ist. Okay, die sind hier schon oben dran. Ach bitte, Hexenmeister nervt nicht immer so mega. Hexenmeister ist halt wirklich die Stun-Klasse. Man hat echt ein bisschen nervig. Wieso die so viel ding können? Dann können ist mir schleierhaft, der Entwickler ist dort einfach nicht gut genug. Das ist eher scheiße. Also, sie haben ja NGD früher gehabt und jetzt ist es ja Nimble Cloud, Nimble Giant. Und die sind halt noch schlechter als die alten. Kann ich einfach nur sagen. Ja. Läuft dann nicht so gut. 1k haben wir wenigstens geholt. Oder ein paar mehr, ich weiß es gar nicht. Nein. Also 1, 2, 3, 4. 4 wenigstens geholt. Ja. 5. 7, ja, es sind schon mehrere. Sie werden halt nicht immer gut angezeigt. Aber scheinbar halten wir das jetzt momentan. Oder auch sie sind schon durchgecrashed. Das gehört schon ihnen. Das heißt also, ja. Ja, ich kann jetzt momentan auch nichts machen. Ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen weg. Ich versteck's mich mal hier im Busch oder so. Mal schauen, was jetzt passiert. Ja. Das ist nicht so eine gute, ein gutes Versteck. Hier, aber die Jäger werden mich trotzdem fangen. Okay. Da ist auch einer, ein Schütze. Also wir werden... Ja. Wir werden es verlieren. Ich möchte jetzt nicht schon wieder sterben. Ich bin einfach noch zu low. Ich denke, ja, wir können jetzt einfach noch mal ein bisschen leveln. Ja, ist es noch zu früh, also. Soll ich vielleicht mit dem Hunter kommen? Ein Hunter kann ja nicht so viel Schaden machen. Also eigentlich ist der Barbar eigentlich momentan am besten für mich zum Leveln. Aber Barbaren sterben halt auch öfters. Also wenn ich jetzt Warzone machen soll, soll ich eigentlich den Barbaren nehmen. Bis ich sonst den auch gelevelt habe. Deshalb level ich momentan eigentlich eher den Ritter weiter. Hab ich hier einen Warzone? Reichsquest? Nein, habe ich nicht. Ja, ich beende langsam den Part, das ist 30 Minuten lang und deshalb, ja, tue ich einfach mal
ein paar Bänden, es wird jetzt nicht mehr so viel passieren. Ich gehe einfach an den Strand und level. Ja. Aber es ist besser, weißt du, dass ich schneller vorwärts komme. Level ich natürlich gerne ein bisschen. Und ich gehe jetzt auch wieder bald schlafen und tue einfach morgen den Part dann hochladen. Also beziehungsweise heute schon. Gut, dann ja, wünsche ich euch einen guten Abend und oder ja, guten Morgen eher. Und einen schönen Montag. Gut, tschüss zusammen.